Ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie wirklich das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um das Prostatamittel Tamsulosin. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, ich werde sehr ausführlich auf alle Aspekte eingehen. Wenn Sie eine kürzere Version hören wollen, schauen Sie unten in die Infobox. Da lege ich Ihnen den Link zu Tamsulosin Basic mit rein. Ansonsten geht es wieder darum, wie wirkt überhaupt mein Tamsulosin im Körper, welche Nebenwirkungen habe ich zu erwarten, welche Wechselwirkungen können auftreten und auch, was Sie zum Beispiel als Bluthochdruckpatient Positives zu erwarten haben. Ich gehe darauf ein, weshalb es unter der Tamsulosin-Einnahme in ganz seltenen Fällen zu Ejakulationsstörungen kommen kann und was Sie, wenn Sie vor einer Augen-OP stehen, unbedingt zu beachten haben, und dann kann es jetzt losgehen. Wie alle von Ihnen wissen, wird das Tamsulosin bei Symptomen des unteren Harntraktes bei einer benignen Prostatahyperplasie angewandt. Was bedeutet nun dieser Fachbegriff? Beninge bedeutet, dass es gutartig ist. Prostatahyperplasie, die Prostata ist die Vorsteherdrüse. Und eine Hyperplasie ist einfach eine Vergrößerung, bei der es zu einem vermehrten Zellwachstum gekommen ist. Zur Dosierung haben Sie zu beachten, dass das Tamsulosin einmal täglich angewandt wird. Auf der Verpackung steht immer drauf, dass es eine veränderte Wirkstofffreisetzung ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Wirkstoff bei Ihnen nicht sofort freigesetzt wird, sondern etwas verzögert, sodass Sie wirklich den ganzen Tag mit dem Wirkstoff versorgt sind. Das möchte man auch damit erreichen, indem man das Tamsulosin nach dem Frühstück oder nach der ersten Mahlzeit am Tag einnimmt. Das hat dann zur Folge, dass der Wirkstoff etwas verlangsamt aufgenommen wird, aber dadurch dieser konstante Wirkstoffspiegel den ganzen Tag über dann am besten garantiert ist. Nach etwa 5 Tagen Einnahme hat man die höchsten Plasmaspiegel erreicht. Das bedeutet, die größtmögliche Wirkung fängt nun an. Was vielleicht für Sie ganz interessant ist, das Tamsulosin wird eigentlich rein über die Leber aus dem Körper ausgeschieden. Es gibt immer 2 Wege, entweder über die Leber oder über die Niere. Das sind so die Hauptwege. Und das bedeutet aber auch, dass das Tamsulosin gut angewandt werden kann, wenn es zu einer Niereninsuffizienz gekommen ist und es dann deshalb keine Dosisangleichung geben soll. Bei einer leichten oder mittelstarken Leberinsuffizienz kann das Tamsulosin auch noch angewandt werden. Nur bei einer starken Leberinsuffizienz ist das Tamsulosin kontraindiziert. Wie wirkt nun mein Tamsulosin? Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass es sich bei dem Tamsulosin um einen sogenannten Alpha-Blocker handelt. Was bedeutet das nun? Im Körper gibt es verschiedene Rezeptoren, die dann bestimmte Wirkungen hervorrufen. Und unter anderem gibt es diese Alpha-Rezeptoren. An diese Alpha-Rezeptoren geht zum Beispiel das Adrenalin oder das Noradrenalin. Das bedeutet, die werden aktiviert, wenn Sie auch in Aktion sind. Und wenn Sie in Aktion sind, dann ist es natürlich so, dass Ihr Körper nicht unbedingt Ihnen das Signal geben möchte, dass Sie zum Beispiel zur Toilette müssen. Das bedeutet, die Harnröhre wird ein bisschen verengt und die Prostata, die Harnröhre umschließt, die wird dadurch auch ein wenig verengt. Wenn Sie nun das Tamsulosin einnehmen, dann legt dieser Wirkstoff sich vor diesen Alpha-Rezeptor. Das bedeutet, wenn dann in Ihrem Körper Adrenalin ausgeschüttet wird, dann gelangt er nicht an den Rezeptor und führt dann nicht zu einem Zusammenziehen dieser Muskelgruppen und der Prostata, wodurch die Harnröhre einmal geweitet wird. Und auch die Prostata wird geweitet, auch die Muskulatur der Harnblase, die wird auch etwas gelockert und dadurch fällt es Ihnen dann
einfach leichter auf Toilette zu gehen unter der Tamsulosin-Einnahme. Jetzt ist es aber auch so, dass diese Alpha-Rezeptoren im Körper sehr vielfältige Aufgaben haben. Unter anderem sitzen die auch an ihren Gefäßen. Das bedeutet auch, wenn Sie das Tamsulosin einnehmen, werden auch Ihre Gefäße im ganzen Körper etwas relaxiert. Das bedeutet etwas entspannt. Und dadurch kann es unter der Einnahme auch zu einer leichten Blutdrucksenkung kommen. Und darauf werde ich jetzt gleich noch genauer eingehen. Ich möchte nun einen kurzen Auszug zu den Nebenwirkungen geben. Mir ist es hier einmal an der Stelle wichtig zu erwähnen, dass die Nebenwirkung, wenn ich sage, dass es einen von 100 Patienten betrifft, dass Sie bitte immer auch noch sehen, dass 99 von diesen 100 Patienten diese Nebenwirkung nicht haben. Versuchen Sie sich nicht zu sehr auf die Nebenwirkung zu fokussieren, damit man sie auch nicht irgendwie sogar herbeiruft. Ich finde es aber wichtig, dass Sie darüber genau Bescheid wissen, denn wenn Sie diese Nebenwirkung kennen und die bei Ihnen unter der Tamsulosin-Einnahme auftreten, dann können Sie recht schnell die Rückschlüsse ziehen zu Ihrem Wirkstoff und können Ihren Arzt sehr schnell darauf ansprechen, wodurch man dann eventuell für Sie eine Alternative finden könnte, wenn Sie halt an irgendwelchen Nebenwirkungen leiden. Als erstes möchte ich auf die Nebenwirkung eingehen, dass ja die Gefäße, wie gerade erwähnt, im ganzen Körper sich entspannen können. Das heißt, es kann unter der Tamsulosin-Einnahme zu einer Blutdrucksenkung kommen. Das ist dann auch wichtig, wenn Sie zum Beispiel Bluthochdruckpatient sind und Bluthochdruckmedikamente einnehmen und jetzt Ihr Tamsulosin verschrieben bekommen. Wenn Ihr Hausarzt davon nicht weiß, sprechen Sie ihn bitte unbedingt darauf an, denn es könnte möglich sein, dass durch die blutdrucksenkende Nebenwirkung des Tamsulosins Sie eins Ihrer anderen blutdrucksenkenden Präparate dann auch etwas runterdosieren können. Machen Sie das bitte nie in Eigenregie, sondern sprechen Sie Ihren Arzt darauf an, aber das ist doch recht häufig möglich. Und so gibt es auch mal den Fall, dass es eine positive Nebenwirkung gibt eines Medikaments, wovon Sie einen zusätzlichen Nutzen hätten. Es kann unter der Tamsulosin-Einnahme zu Kopfschmerzen kommen. Das betrifft so etwa jeden Hundertsten bis jeden Tausendsten. Auch da ist die Grundlage halt wieder diese Gefäßentspannung, die zu dem Kopfschmerz führen kann. Es kann dadurch auch zu Schwindel kommen. Das tritt etwa so bei 1% aller Patienten auf. In ganz, ganz seltenen Fällen, etwa so jeder Zehntausendste, kann auch ein Ohnmachtsanfall entwickeln. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz selten, aber halten Sie es trotzdem einmal im Hinterkopf. Diese Punkte zeigen Ihnen auch, dass das Bedienen von Maschinen oder das Autofahren gerade beim Ansetzen einmal gut überprüft werden sollte. Das heißt konkret für Sie, wenn Sie Tamsulosin einnehmen, dann versuchen Sie so zu beginnen, dass Sie, wenn möglich, 2-3 Tage danach erstmal nicht Auto fahren, weil der Wirkstoff, wie eben erwähnt, ja ein paar Tage braucht, bis er wirklich voll in Ihrem Körper die volle Wirksamkeit erreicht hat. Beobachten Sie sich bitte, dass Sie dann nicht solchen Schwindel zum Beispiel entwickeln und das Tamsulosin gut vertragen, was in der Regel auch der Fall ist. Und wenn Sie merken, Sie vertragen es gut, dann steht im Autofahren und dem Bedienen von Maschinen natürlich nichts im Weg. Wie bereits am Anfang schon angesprochen, kann es unter der Einnahme des Tamsulosins zu Ejakulationsstörungen kommen. Das betrifft im Durchschnitt jeden Zehnten bis jeden Hundertsten. Was kann dabei passieren? Es kann sein, dass es zu einer trockenen Ejakulation kommt. Es kann auch sein, dass es zu einer retrograden Ejakulation kommt. Das bedeutet, dass das Sekret in die Harnblase gegeben wird und nicht nach außen abgegeben wird. Wenn Ihnen das aufgefallen ist, dann kann das Tamsulosin die Ursache dafür sein. Das Ganze ist reversibel. Das bedeutet, wenn das Tamsulosin wieder abgesetzt wird, dann
dann funktioniert das auch in der Regel wieder normal. Das ist auch jetzt wichtig zu wissen, wenn Sie jetzt noch ein Mann sind mit Kinderwunsch, dass Sie das bitte unbedingt im Hinterkopf behalten, dass wenn der Kinderwunsch dann konkreter wird, dass Sie bitte mit dem Arzt sprechen, wenn Sie diese Nebenwirkung hätten, dass vielleicht dann an der Medikation eine Zeit lang etwas geändert wird, damit diese Nebenwirkung dann bei Ihnen nicht auftritt. Wie bei fast allen Medikamenten kann es auch hier zu den typischen Magen-Darm-Symptomen kommen, wie zum Beispiel einer Übelkeit, einem Erbrechen, aber auch Verstopfung oder Durchfall können Nebenwirkungen sein. Es kann auch zu Hautreaktionen kommen, es kann zu Hautausschlag kommen oder auch zu Juckreiz oder Nesselsucht. Sowohl die Magen-Darm-Symptomatik als auch die Hautproblematik, die betrifft etwa 1 bis 10 Personen von insgesamt 1000 Personen. Also es kommt doch recht selten vor. Unter anderem kann es auch zu Palpitationen kommen. Das ist so einem gefühlten, unregelmäßigen Herzklopfen. Das betrifft etwa jeden 100. bis jeden 1000. Und es kann auch sein, dass die Nase anfängt zu laufen oder man das Gefühl hat, dass die Nase so ein wenig verstopft ist. Aber auch das betrifft etwa nur jeden 100. bis 1000. Wichtig für Sie ist noch, gerade auch für ältere Personen, die eventuell schon ein bisschen pflegebedürftiger sind, es kann unter der Tamsulosin-Einnahme zu einer sogenannten orthostatischen Hypotonie kommen. Was ist das jetzt genau? Wenn ein Mensch sich hingelegt hat und aus dem Liegen wieder aufsteht, dann wäre es normal, dass das ganze Blut, weil die Gefäße sich im Liegen ein bisschen geweitet haben, dass das Blut dann in den Beinen versackt. Der Körper hat da aber so eine Gegenregulation. Der versucht dann, sobald die Person aufsteht, die Gefäße schnell eng zu stellen, dass er das Blut wirklich gut verteilt hält und es nicht nach unten sackt. Aber auch hier sind diese Alpha-Rezeptoren wichtig, weil die dann durch das Adrenalin, was beim Aufstehen ausgeschüttet wird, dann aktiviert werden und dadurch die Gefäße dann verengt werden. Im Fall der Tamsulosin-Einnahme haben Sie ja gerade gelernt, dass nun das Tamsulosin aber vor diesem Rezeptor hängt. Das heißt, diese Wirkung, die findet nicht so schnell statt. Wenn Sie das bei sich oder auch bei einem Angehörigen festgestellt haben, dass Ihnen vielleicht so ein bisschen schummrig wird beim Aufstehen oder Sie sogar ein bisschen mit Schwindel zu tun haben beim Aufstehen, dann seien Sie da bitte immer sehr vorsichtig. Wenn Sie das wissen, reicht das eigentlich, dass Sie gerade morgens ein bisschen länger an der Bettkante sitzen bleiben, sodass der Körper sich da so ein bisschen angleichen kann. Der kann das trotzdem auch, wenn die Rezeptoren zum Teil ein bisschen blockiert sind. Und dann gehen Sie es einfach ein bisschen langsamer an. Aber das ist hier nochmal wichtig zu erwähnen, weil das natürlich auch eine Sturzursache sein kann. Jetzt bei älteren Patienten oder bei Heimbewohnern, die das Tamsulosin dann regelmäßig einnehmen. Nach Markteinführung wurde noch festgestellt, dass das Tamsulosin auch Ursache sein kann für einen erhöhten Puls oder auch für ein Vorhofflimmern oder für einen unregelmäßigen Herzschlag. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, halten Sie das Tamsulosin im Hinterkopf. Vielleicht könnte das die Ursache sein, aber wirklich in Studien belegt wurde das nicht. Das sind dann die Meldungen, die es dann von Ärzten und Apothekern gibt, wenn der Wirkstoff schon auf dem Markt ist und dabei dann noch Nebenwirkungen auftreten. Deshalb kann man in diesem Fall auch nicht sagen, wie häufig das stattfindet. Ich wollte nur einfach, dass Sie es einmal gehört haben. Ganz am Anfang hatte ich erwähnt, dass Sie vorsichtig sein sollten, wenn Sie vor einer Glaukom- oder vor einer Kataraktoperation stehen. Unter der Tamsulosin-Einnahme kann es der Fall sein, dass die Iris so ein bisschen wegspringt bei der Operation. Das heißt, wenn Sie vor einer Augenoperation stehen, wird Sie der Arzt auch darauf ansprechen, ob Sie das Tamsulosin nehmen. Kurzum kann man einfach sagen, dass wenn
wenn so eine Augenoperation ansteht und das Tamsulosin noch nicht eingenommen wurde, dass man bis dahin warten sollte mit der Tamsulosin-Einnahme, bis diese Augenoperation vollzogen wurde. Besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt. Wenn Sie aber jetzt das Tamsulosin schon einnehmen und vor so einer Operation stehen, was natürlich dann die meisten wahrscheinlich am ehesten betreffen würde, dann würde man das Tamsulosin etwa 1 bis 2 Wochen davor absetzen, wobei leider dieses vorzeitige Absetzen nicht unbedingt dazu führt, dass diese Nebenwirkung dann nicht auftritt. Aber eigentlich ist das auch gang und gäbe, dass jeder Arzt Sie dann vor dieser Operation nach den Medikamenten fragt, die Sie einnehmen. Denken Sie unbedingt daran, dass wenn Sie das Tamsulosin einnehmen, in dem Fall das aufgrund dieser Nebenwirkung dann auch unbedingt anzugeben. Das Tamsulosin ist ein Wirkstoff, der eigentlich recht wenige Wechselwirkungen eingeht im Verhältnis jetzt zu anderen Wirkstoffen. Sie müssen sich einfach nur merken, auch wenn das jetzt hier nur einen Auszug darstellt, dass das Tamsulosin natürlich mit Blutdrucksenkern wechselwirken kann, wie am Anfang erwähnt. Es kann zu einer erhöhten Blutdrucksenkung kommen. Deshalb sprechen Sie Ihren Arzt, wie eben besprochen, dann auf Ihre blutdrucksenkenden Präparate an. Zwei Wirkstoffe, das Diclofenac und das Warfarin. Das Warfarin ist ein Blutverdünner. Die können dazu führen, dass das Tamsulosin vermehrt ausgeschieden wird. In Deutschland wird das Warfarin aber nicht so viel verordnet. Deshalb denken Sie da einfach an den Wirkstoff Diclofenac, dass wenn Sie den zum Beispiel vom Orthopäden für einen längeren Zeitraum verschrieben bekommen haben, dass es dann sein kann, dass Ihre Prostatasymptome dadurch ein bisschen verstärkt auftreten. Wie ganz am Anfang erwähnt, habe ich Ihnen ja gesagt, dass das Tamsulosin über die Leber abgebaut wird. Das bedeutet, solche Stoffe können gerne Wechselwirkungen eingehen mit anderen Medikamenten, die die Leberenzyme, die für diesen Abbau verantwortlich sind, beeinflussen können. In dem Fall ist es so, dass bestimmte Arzneistoffgruppen, die man gegen eine Pilzerkrankung als Tablette einnimmt, ich blende Ihnen die Wirkstoffe hier oben mal ein, die können dazu führen, dass das Tamsulosin langsamer abgebaut wird. Genauso zählt da zum Beispiel auch das Johanniskraut dazu oder das Verapamil oder aber auch eine bestimmte Antibiotika-Klasse. Das sind Antibiotika, die jetzt nicht wahnsinnig häufig verschrieben werden. Auch hier blende ich Ihnen ein paar Substanzbeispiele ein, dass wenn Sie von Ihrem Arzt ein Antibiotikum verordnet bekommen, dass Sie gleich überprüfen, dass diese Substanzen dann nicht dazugehören, weil die den Abbau des Tamsulosins hemmen können. Was nicht so explizit im Beipackzettel aufgeführt ist, ist der Fall, dass auch Grapefruitsaft oder auch die Pomelo das Tamsulosin eventuell in seinem Abbau hemmen können. Das ist jetzt nicht durch Studien belegt, aber da Stoffe in der Grapefruit oder aber auch in der Pomelo dieses Enzym, was für den Tamsulosinabbau zuständig ist, in seiner Wirkung etwas hemmen können, können diese Nahrungsmittel auch dazu führen, dass der Tamsulosin-Spiegel erhöht wird. Das heißt, für Sie, wenn möglich, meiden Sie diese Präparate, weil es sonst zu unregelmäßigen Tamsulosin-Spiegeln kommen könnte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen nun einige Aspekte zu Ihrem Tamsulosin näher bringen, von denen Sie vielleicht noch nichts wussten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!